Peace, liebe Pflanzenfreunde. Hier ist wieder euer Rastadander. Und ja, heute habe ich mir gedacht, machen wir wieder weiter mit Lernepflanzen Theorie. Und ja, heute bin ich ein bisschen platt und am Arsch, ich weiß nicht. Und ja, aber trotzdem habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Video und fangen wir mal an. Genau. Die nächste Pflanze, wo ich machen will, ist der Duftstrauch. Der Duftstrauch. Duftstrauch, und das ist der Syringa vulgaris. Syringa vulgaris, das ist einfach. Das ist der gemeine Flieder. Duftstrauch Syringa vulgaris. Gemeine Flieder. Duftstrauch Syringa vulgaris. Gemeiner Flieder. Gut, der nächste ist der Heister. Und der Heißer ist Capinus betulus. Capinus betulus. Der Heißer ist Capinus betulus. Das ist der die Heimbuche. Der Heißer ist Capinus betulus. Gemeine Heimbuche. Genau, und dann gibt es noch der Stammbusch. Stammbusch, da habe ich zum Beispiel könnt ihr auch andere Pflanzen raussuchen oder gucken. Das ist der Betula utilis. Betula utilis. Stammbusch. Betula utilis. Könnt ihr mal im Kommentar schreiben, wie das auf Deutsch heißt, die Betula utilis? Ja, ich würde sagen, das mache ich dann im nächsten Video. Werde ich dann sagen, was bedeutet, wie das heißt auf Deutsch. Und ja, das war's für die drei Pflanzen. Dabei gibt es noch mehr Pflanzen in der Richtung. Könnt ihr mal schreiben, was für Wuchsformen es noch gibt. Und vielleicht eventuell noch ein Kommentar, also in eine Beispielpflanze. Genau, könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben. Ja, ich denke jetzt, wie ich im letzten Video gesagt habe, ungefähr jeden Donnerstag um 19 Uhr ungefähr, würde ich sagen, kommen diese Videos. Und ob ich jetzt nochmal Lernepflanze in der Praxis machen werde, oft weiß ich jetzt nicht, weil das ist immer so ein bisschen komisch, draußen rumzulaufen und zu viel zu filmen. Vielleicht werde ich es nochmal machen, so in der Richtung. Im Moment würde ich sagen, ist es ganz gut, wenn man so in der Richtung lerne Pflanzen Theorie. Und weil ich denke, in der Prüfung kann man Theorie wirklich sehr viele Punkte rausholen. Weil praktisch ist wirklich, viele Pflanzen sehen gleich aus und man muss sich wirklich sehr dafür interessieren. Ja, und ja, ich habe eigentlich sehr viele Punkte durch die Theorie gut gemacht. Und ja, das war's von diesem Thema, von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Oder wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da, dass ich Bescheid weiß. Okay, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Rastadanda.